Ich entdecke eine Reihe von konzentrischen Barrieren um die Brückenseite herum. Sie beschützen die Zeitbrücke. Sie wollen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Yo, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Destiny, König der Besessenen. Was machen wir heute? Wir zocken wieder einen heroischen Strike. Diesmal sind wir im Nexus, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich heroisch, der Endboss ist ziemlich crazy, aber wenn man sich gut abspricht und gut timet, ist ja doch relativ einfach. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht blamiere, aber es wird schon gehen, es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Bisher hat es immer alles ganz gut funktioniert. Scheiß Minotaure da unten. Wow. Wow. Ja, im heroischen Modus machen die doch schon... Oh, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Im heroischen Modus machen die doch ein bisschen mehr Schaden. Aber trotzdem geil. Es soll ja auch eine kleine Herausforderung sein, wie gesagt. Es soll ja nicht zu einfach sein hier in dem Spiel. Es muss immer noch eine gewisse Schwierigkeit vorhanden sein. Ach so, die überspringen die einfach, oder was? Komm, 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 lad nach, bevor er sein Schild wieder aufbaut, Mann. Ah, ist schon zu spät. Sind die schon weiter, oder was? Nee. Hier oben gibt es nochmal schwere Muni, das ist super. Oh, krass. Wir haben das Ding schon geholt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, hier geht's auch immer krass. Hey, müssen wir auch vorsichtig sein. Und wir spawnen immer Unmengen an fette Gegner. Wow, 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 von da hinten, Mann, weggesnipert. Schade. Einfach mal weggesnipert. Vielleicht sollten wir doch nochmal die Scout hier nehmen. Die Scout ist einfach auf die Entfernung tausendmal geiler. Wo ist denn die schöne Scout? Hier ist sie doch. Und die hat auch einen geilen Nebeneffekt. Da, wenn ich damit kill, explodieren die Ziele. Auch richtig nice, der Effekt. Kann man auch einiges mit wegholen. Und hier nehmen wir jetzt doch Raketenwerfer, weil der sich beim Endboss, wenn die ganzen Gegner da sind, ziemlich geil macht. Jeder Planet, jedes Wesen muss neu gestaltet werden. Die springen ja echt einfach nur durch, ne? Die haben gar keinen Bock, die ganzen Gegner zu machen. Die rennen einfach nur durch. Das dauert denen viel zu lange, ja? Die wollen einfach nur ganz easy durchrushen. Und weiter geht's. Ja gut, wenn man hier durchrusht und die ganzen Portale rechtzeitig kaputt macht. Das ist ja doch recht einfach, ne? Oh nein, jetzt wäre ich fast reingesprungen. Da müsst ihr übrigens aufpassen, wenn ihr da zu früh reinspringt. Geht ihr quasi so ein bisschen mit drauf. Oh shit. Da das Teil ja noch explodiert. Ja. Alter, wie die hier durchrushen, die Leute. Erreicht die endlosen Stufen. Alter, was hat der denn für eine Waffe? Der prügelt ja richtig rein, der Typ. Der knallt die alle so dermaßen weg. Richtig geil eigentlich. Den kannst du hier richtig durchrushen. Oh, da müsst ihr aufpassen. Wenn das Ding euch trifft, habt ihr auch ausgesorgt. Das Teil macht auch richtig Damage, Alter. Schnell mal hier rüber springen. Alter, was geht hier ab? Das Scheißschiff. Krass. Ja, man darf nicht vergessen, das habe ich jetzt verplant, das Schiff schießt ja auch noch auf einen, ja, also man stirbt dann doch recht schnell, wenn das Schiff Dauerfeuer auf jemanden macht.
Danke dir, Kumpel. Wirklich nett. Ich hätte eigentlich auch gerne noch eine richtig geile Sniper. Da gab es ja neulich in der einen Story-Mission eine Sniper, wenn man so ein Side-Event geschafft hat. Aber das war doch relativ krass. Also für Leute, die jetzt dann vielleicht doch noch ihre Zeit anders investieren als in Destiny. Da war das ein bisschen unmöglich, denn man musste in einer bestimmten Zeit durch einen bestimmten Bereich rennen. Und dann auch noch in einer bestimmten Zeit den Boss töten plus Ads, die rumrennen. Und das habe ich leider nicht geschafft mit meinen Leuten. Es war ganz knapp, der Boss war down, die Ads hatten wir auch fast tot. Aber wenn dann einer stirbt oder zwei sterben, fehlt einfach der Damage. Und dadurch ist die Sache dann relativ schnell erledigt. Komm schon. Alter, warum macht das Ding keinen Schaden hier? Was wollt ihr denn? Komm, geh drauf. Geh doch drauf, Mensch. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Du bist auch weg vom Fenster. Und dann kommt auch schon der Endboss. Holt er das Ding? Achso, es hat keiner. Der hat das Ding. Alles klar, alles klar. Alter, der Raketenwerfer sieht auch krass aus, ne? Total hyper. Ja. Total übertrieben, das Ding. Meine Verborgenen haben diesen Versuch, an der Zeitachse herumzudrehen, aufgedeckt. Doch wie viele gab es schon vorher? Ist die Welt so, wie sie ist, wegen der Vex? Ja, schwere Munition wäre mir lieber gewesen vorm Endboss. Aber es kann sein, dass es hier auch noch schwere Muni gibt. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Weil da kommen am Ende immer die fetten Ads und die kann man richtig geil wegrotzen. Das ist die Zeitbrücke. Mit der schweren Munition. Weil man ja vorher schon sieht, wo die spawnen. Ohne schwere Munition natürlich geht es nicht. Und da liegt doch schon wieder ein Gramm. Ich bin auch ständig voll mit meinen Gramm, ja. Also ich habe kaum Platz im Inventar, weil man hier so viel findet in den neuen Add-on. Der Kondensator ist erleuchtet. Du weißt, was du zu tun hast. Komm, Mann. Komm, 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 mach auf das Ding. Zeig dich. Seine Aufmerksamkeit erregt. Oh Mann, der hat schon richtig was verloren, der Typ. Der hat schon richtig was abgekriegt. Wow, wow, wow. Alter, Mann, der prügelt immer so arg rein, der Typ. Und hier muss man auch aufpassen, hier spawnen oben immer Sniper-Fuzzis. Die können auch richtig krass sein. So, jetzt zeigt er sich, der Typ. Normalerweise. Ich weiß nicht, sollte ich mit der Fusion raufgehen? Oh shit! Nein! Ich hab gar nicht gewusst, dass er schon so frühzeitig rumballert. Normalerweise ballert er doch erst, wenn er sich wieder zugemacht hat, oder? Naja. Man lernt nie aus. Gott sei Dank ist es halt so, dass man sich selber wieder aufheben kann. Nicht überall, aber in den heroischen Strikes geht es noch, möchte ich meinen. Jo. Aber jetzt muss ich wieder aufpassen, denn der visiert mich natürlich direkt wieder an, der Typ. Oh, der ist fast down. Geschichte, Kumpel. Jetzt holen wir die Sniper noch schnell weg.
Hol den da oben schnell weg, damit er keinen Schaden mehr anrichten kann. Los, lad nach. Du willst auch noch einen aufs Maul? Alter, der prügelt aber auch richtig rein, der Typ. Wenn der dich trifft, Mann. Oh, Mist. Nein, ich will nicht sterben. Oh Mann, Alter, was die an Damage reinbringen, die Typen. Der ist tot. Noch einmal und dann liegt er. Geht mittlerweile auch richtig flink. Hat früher länger gedauert. Aber jetzt, wo die Leute ein bisschen gut equipped sind, geht es dann doch relativ schnell. Und ich glaube, ich kill den jetzt mit einem gepflegten Raketenschuss. Aber Vorsicht, meistens macht er jetzt einen komischen Strahl, genau. Wenn der dich trifft, bist du nicht tot, aber fast tot. Und das war's auch schon. Finaler Schuss von mir. Und der Typ liegt. Ich kann den Fluss der Zeit spüren. Zwei blaue Engramme. Seine Wasser fließen wieder, wie sie sollen. Naja. Der Nexus wird nicht existieren, womit den Vex ein mächtiges Konstrukt verwehrt wurde. Sehr gute Arbeit. Jo, das war der heroische Strike im Nexus. Ihr habt es gesehen, es kann richtig easy sein, es kann richtig schnell gehen, es kann natürlich auch länger dauern, ja? Je nachdem, was man halt für Leute bei hat. Aber die scheinen jetzt echt gut equipped gewesen zu sein, also die haben bestimmt schon den Raid clear gemacht und haben vielleicht sogar schon Lichtlevel 300, denn wie gesagt, das Lichtlevel bestimmt ja, was wir für Schaden machen. Und ja, soweit so gut. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann hoffe ich, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, einen schönen Abend. Tschüss.